erstes möchte ich euch zeigen, wie wir die Außenstaubfachklappen öffnen können. Diese lassen sich rechts wie links gleichermaßen öffnen. Dafür greifen wir einmal hinter die B-Säule, haben dort einen Riegelungsgriff, ziehen diesen und öffnen die Staubfahrklappe. Jetzt möchte ich euch gerne die Luftfederung etwas näher bringen. Dazu haben wir das Bedienteil. Im ersten Step schaltet ihr die Vorderachse ein, dann die Hinterachse. Über die Pfeiltasten könnt ihr das Fahrzeug hoch und runter bewegen. Wenn ihr jetzt zum Beispiel diese Höhe abspeichern möchtet, ist das ganz einfach möglich. Einmal die rote Taste, die Stopptaste drücken, gedrückt halten und dann die Memory-Tasten 1, 2, 3 oder 4 betätigen und abspeichern. Jetzt habt ihr diese Höhe fest eingespeichert und beim nächsten Betätigen von der Memory-Taste fährt das Fahrzeug genau in diese Höhe wieder. Um wieder ins Fahrniveau zu kommen, einfach die grüne Taste drücken. Sollte einmal die Fahrzeugbatterie leer sein, so habt ihr die Möglichkeit, das Fahrzeug auf mit dem Fahrzeugschlüssel aufzuschließen. Dafür an der Fahrertür die Abdeckung am Türgriff einfach entfernen und mit dem Fahrzeugschlüssel aufschließen.